Herzlich willkommen zum Tutorial Faktencheck-Portale. Fake News verbreiten sich weltweit schnell und unaufhaltsam durch soziale Medien, aber auch durch traditionelle Medien. Weltweit entstehen Faktencheck-Portale, die den Wahrheitsgehalt von Nachrichten prüfen. Achtung! Unseriöse Portale täuschen geschickt vor, Fake News zu entlarven. Seien Sie misstrauisch und prüfen Sie. Folgen Sie dem Link und urteilen Sie selbst. Hier sehen Sie zwei Beispiele für Faktencheck-Aktivitäten bekannter Medien. Folgen Sie den Links für mehr Informationen. Diese nach dem NGO-Modell organisierten Faktencheck-Portale arbeiten unabhängig von bestimmten Medienanbietern oder Behörden. Bitte folgen Sie den Links, um das Beispiel im Detail anzusehen. Korrektiv finanziert sich vor allem durch Mitgliedsbeiträge von Bürgerinnen und Bürgern sowie durch Zuwendungen von Stiftungen. Seine Recherchen und Geschichten reicht korrektiv.org in Kooperationen an Zeitungen und Zeitschriften, an Radio- und Fernsehsender weiter. Das Portal gibt auf seiner Webseite sehr ausführlich Auskunft über Mitarbeitende und die Finanzierung. Zum Beispiel heißt es: Darüber hinaus gehen wir innovative Wege, wenn wir große Geschichten im Internet veröffentlichen. Korrektiv hat keine Druck- oder Vertriebskosten, sondern konzentriert sich auf Inhalte. Der Großteil des Etats von korrektiv.org fließt direkt in aufwendige und investigative Recherchen, die sich viele Medien heute kaum noch leisten wollen oder können. Wenn Sie sich die Details ansehen möchten, folgen Sie dem Link. Mimikama ist ein Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch. Er wurde 2011 im Zeichen des Schutzes von Internetnutzern gegründet und richtet seinen Fokus auf Gerüchte, Falschmeldungen und verdrehte Inhalte in sozialen Medien. Die Finanzierung erfolgt über die Vermarktung von Werbeplätzen und Spenden von Internetnutzern. Die redaktionell Verantwortlichen werden im Impressum genannt. Bitte folgen Sie den Links, um die Beispiele anzusehen. Factcheck.org prüft Nachrichten zur amerikanischen Politik. Mission, beteiligte Personen und Finanzierung werden unter About Us ausführlich beschrieben. PolitiFact ist ein Faktencheck-Portal für amerikanische Politik und Pulitzer-Preisgewinner im Jahr 2009. Unter About Us werden Arbeitsweise, Mitarbeitende und Finanzierung sehr klar beschrieben. www.snopes.com ist eine der ersten Webseiten zum Faktencheck. Sie arbeitet seit 1994. About Us beschreibt jeweils ausführlich Team, Mission, Methode und Finanzen. Folgen Sie den Links und sehen Sie sich die Seiten an. Auch die BBC betreibt ein Faktencheck-Portal. Da das Thema Fake News ein weltweites Problem ist, haben sich auch weltweit Organisationen gegründet, die Nachrichten prüfen und richtigstellen. Es gibt inzwischen auch einen internationalen Zusammenschluss von Faktencheck-Portalen. Vielen Dank für Ihr Interesse.